Das Windrad abgenommen, die Sturmwand lediert. Orkangeschädigt präsentiert sich die Bockwindmühle lumpzig ihren Besuchern. Die halten ihrer Mühle fest die Treue. Auch am Ostersamstag des Jahres 2018 zieht es wieder an die 1000 Neugierige auf das Mühlengelände. Von 11 bis 16 Uhr hat hier der Verein Altenburger Bauernhöfe zum Ostermarkt geladen. Die Resonanz macht froh. Wir freuen uns, dass der Herrgott bei uns ist und doch im Moment das Beste noch aus dem Tag macht. Und wir freuen uns auch, dass wir gut vorangekommen sind, in was den Sturmschaden Friederike, unsere Mühle, betrifft. Wir freuen uns, dass die Gemeinde Lumpzig einen Liederantrag gestellt hat zur Wiederherstellung der Bockwindmühle. Und wir sind auch sehr froh, dass wir gemeinsam mit Gus Meuselwitz, der Staatskanzlei, dem Ministerpräsidenten und unserem Verein gegenwärtig daran arbeiten, dass wir den Wellkopf noch in diesem Jahr in die Reihe kriegen. Sodass unser Ziel ist, zum Deutschen Mühlentag 2019 die Bockwindmühle wieder komplett betriebsbereit zu haben. Der Ostermarkt, ein Stelldichein der Händler. Ob Mühlenbrot, gebratenes vom Rost oder hausgebackener Kuchen. Die Nachfrage hält an, das Interesse ist groß. Etwa bei Spinnerin Monika Schirmer aus Jonaswalde. Seit mehr als 30 Jahren geht sie ihrem Hobby nach. Aus Wolle Garn spinnen und daraus etwa Socken stricken, für sie zur Perfektion gebrachte Leidenschaft. Wie viel braucht man für eine Socken? Also es kommt dann auf die Größe drauf an. Gell? Das ist, ich sage immer so 110 Gramm, aber viele machen dann hier oben eben einen anderen Faden und da reicht es auch mit 100 Gramm, wenn sie nicht gerade die Schuhgröße 43 haben. Wollfasern verspinnen, Körbe flechten, Ostereier bemalen. Es gibt in diesem Jahr manch Neues zu entdecken unter dem Dach der Kulturscheune. Inzwischen gibt es doch eine ganze Reihe mehr Anbieter, die hier gerne mitmachen wollen. Wir freuen uns erstmal, dass wir eine relative Stammkundschaft bei unseren Händlern, bei unseren Handwerkern haben. Aber wie gesagt, am Ostermarkt ist das eben doch relativ begrenzt auf diese Mühlenscheune. Und zum Pfingstmontag hoffen wir natürlich immer, dass da mehr möglich ist. Und da wird auch dieser und jener mehr kommen können und dürfen. Der Ostermarkt in der Bockwindmühle ohne Osterhasen? Undenkbar. Anmarsch des resoluten Eiermanns, klare Ansagen, Widerspruch zwecklos. Du bist ein Kind, du darfst da hingehen. Komm, mal, wir gehen schauen, gell? Jawohl. Alle Kinder kommen mit, nicht alle Großeltern. Ja, alles gut, da hinten an den Zaun und nicht schmulen. So, und wer hier wird was verraten, wird verraten, ich warne euch, ja, der Osterhase kann ganz schön böse sein, der Osterhase. So, jetzt geht's gleich los. Unter den wachen Blicken von Eltern und Großeltern werden die Eier versteckt, dann geht's los. So, jetzt mal umdrehen. Also, und alle, die kleiner sind als mein Stock, dürfen jetzt mal herkommen. Ich sehe ein Ei von hier. So, alle, die kleiner sind als mein Stock. Ja, du bist kleiner als mein Stock. Jawohl. So, nicht schummeln. So, und alle, die kleiner als mein Stock sind, die dürfen da schon mal hingehen und anfangen. Aber nicht die Eltern und auch nicht die Großeltern. Es geht los und nichts vorsagen. Ja, da darf ich dir gleich nehmen. So. Der Ostermarkt an der Bockwindmühle, Auftakt einer an Feiern reichen Saison. Ein Tag in diesem Jahr wird dabei gleich drei Feste miteinander vereinen. Wir bedienen ja immer unsere Märkte und dann haben wir uns ja gemeinsam mit dem Landkreis der Stadt Altenburg und dem Kreisbauernverband den Tag der Altenburger am Sonntag, den 7. Oktober, ausgesucht, wo wir gemeinsam drei Feste feiern wollen. Wir wollen 200 Jahre Bauernreiten
feiern. Wir wollen das 12. Thüringer Landestrachtenfest feiern. Und wir wollen natürlich das 25. Landeserntedankfest Thürings in Altenburg feiern. Und das am 7. Oktober. Und auch da hoffen wir, dass der Herrgott bei uns ist und uns Veranstaltungswetter schenkt. Am Ostersamstag war er jedenfalls schon mal auf der Seite der Veranstalter. Der Ostermarkt erneut ein schöner Erfolg. Die nächste Gelegenheit zum Mühlenbesuch gibt's am Pfingstmontag. Dann wird hier der Deutsche Mühlentag gefeiert.